Oh, denn ich würde nur ungern die schönen Drachenknochen und so da liegen lassen, weil aus diesen kann man sich eine super Rüstung bauen. So. Der Typ hier vom Jarl, der hat das, glaube ich, verkauft. Aus dem Weg, muss hier durch. Was waren wir eigentlich nochmal? Tarne, ne? Genau. Wir sind Tarne. Tarnee. Habt ihr schon gehört? Es gab noch einen Drachenangriff. Jo, und ich hab ihn gekillt. Natürlich mit der Superhilfe von Delfine. Oder Delfin, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Aber jetzt erstmal das Wichtigste. Wir brauchen ein Eigenheim. Eigenheim, Eigenheim, Eigenheim sei mein. So, schnell, schnell, schnell. Oh Gott, bitte lass uns genug haben. Wer ist denn das? Mögen die Götter über eure Kämpfe wachen. Alter, kann es sein, dass hier immer irgendwelche Sachen liegen? Ich suche deinen Kollegen. Oder kann der Jarl das nicht auch machen? Was benötigt ihr? Blablabla, nein, er wenn kann ihr mich es jetzt nicht. Entschuldigen würdet, ich habe eine Stadt zu führen. Ja. Da! Dich suche ich, Proventius oder so. Der Jarl ist, wie ihr euch sicher denkt, sehr beschäftigt. Prächtig! Derzeit steht auch gerade ein Haus zum Verkauf. 5000 Gold. Ah, Gott, verkackt. Das kann ich mir gerade nicht leisten. Sehr wohl. Lasst es mich einfach wissen, wenn ihr die nötigen Mittel habt. Alter, ich hab Tarne. Genießt kann ich nicht. Euren Besuch in Drachenfeste. Kann ich nicht irgendwie einen Rabatt bekommen? Gibt's hier irgendwo Rabattcoupons? Hier, unser Huskarl. Können wir auch mal mitnehmen. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass die oft im Weg stehen und dass man die dann aus Versehen selber tötet. Was ja irgendwie kacke wäre. Ne? Nicht? Wir müssen Geld auftreiben. Wir haben irgendwie 4300 oder so. Und das ist nicht genug. That's not enough. Not enough. Not enough. Hoffentlich haben wir genug zum Verkaufen. Aus dem Weg. Ich muss Geld machen. Bam, auf seinen Kopf. Habt ihr euch schon als Söldner versucht? So. Hier, da kann man bestimmt gut Geld machen. Beim guten Belitor. Lass seinem Tante wissen, Emma Laden. Etwas gefällt. Mir gefällt nichts hier. Oh, ja, etwas hiervon, ja, was ja, davon? Ja. Waffen. Wir haben 4653. Oh mein Gott, 300 noch was. Ja, muss weg. Sorry. Stahldolch. Nesselfluch kann ich nicht machen. Kann ich nicht machen. Bekleidung. Hä, wir hatten noch gerade so ein Diadem zu verkaufen. Zaubertränke, Schriftrollen, Zutaten, Bücher, sonstiges. Amethyste. Ja, das sieht doch gut aus. Granatstein. Kleiner Seelenstein, makelloser Granatstein. Was? Käufer hat kein Gold mehr? Low. Aber wir haben genug Geld. Wir haben genug Geld. Wir haben genug Geld. Nee, nee. Das sieht immer aus wie so ein totes Tier auf den ersten Blick hier, das dieser Steinhaufen. Tier, oh, wer hat das gesagt? Dankeschön, Isolde. Es ist auch ein schöner Tag für mich, wenn ich ihr in meiner Nähe Zeit seid. An den Marktständen, damit ich das Kaufmannshandwerk erlerne. Wenn ich eines Tages eine Taverne aufmache, dann brauche ich mehr Erfahrung. Selbst wenn es regnet,
wie an solch einem Tag. Bringt ihr Sonnenschein in mein Herz. Ja, oder auch nicht. Morgen wird Sonntag sein, wieso? So, kaufen wir uns ein Haus. Kaufen wir uns ein Haus. Benötigt ihr Vorräte? Dann sucht Benito an seinem Laden. Ja, da war ich gerade. Ich habe sein ganzes Gold an mich genommen. Natürlich rechtmäßig. So, schneller laden. Boah, wir müssen noch die ganzen Sachen vom Dingens holen, vom Dragon. Da, Proventius. Der Jarl ist. Ich möchte ein Haus. Das Haus, das ich bereits erwähnt hatte, steht immer noch ja. zum Verkauf. Ich nehme es. Wunderbar. Hier ist der Schlüssel zu eurem neuen Heim. Ja, das machen wir später mit dem Einrichten, denn das kostet natürlich wieder Geld und wir haben jetzt wahrscheinlich nur noch 100 Gold oder so. Ja, super. Die Gefährten führen ihre Ehre, haben wir schon gelesen. Hier der krasse Iskramor mit seinem überkrassen Helm, der natürlich total praktisch im Kampf ist. Ist das nicht schön? Endlich haben wir ein Zuhause. Endlich müssen wir nicht mehr im Regen stehen und 8 Stunden am Stück warten. Natürlich bevorzugt ein Grottenolm ist, in einer Höhle, in einer feuchten, dunklen Höhle zu wohnen. Aber in diesem Spiel sind wir Wulfric Groth. Ein Nord. Frischgebackene Brote, noch warm aus dem Ofen. Der Sohn eines Schmiedes. Nichts ahnt. Geboren, um auch ein Schmied zu sein. Und es stellt sich doch heraus, dass wir ein Drachenblut sind. Yay, cool, eine Feuerstelle ohne Feuer, ein Raum ohne Zeug, Stühle, Kisten. Stroh, was will man mehr? Was will man mehr? Jetzt bräuchte ich aber trotzdem eine Truhe. Das wäre schon ganz nice. Da, eine Truhe. Yeah, und unser eigenes Bett. Yeah! Zum Glück ist alles nicht dreckig und eklig. Und unser Schlafzimmer ist zum Glück nicht undicht. Naja. So, endlich können wir Sachen ablegen. Und zwar können wir alle Bücher ablegen. Nein. Ablegen. Lösegeld. Der Kuchen und der Diamant. Oh ja. Kopfgelder, die können wir behalten. Krieger und die ganzen Lieder. Notiz können wir auch behalten. Rätselhafte Notiz. Schatzkarte müssen wir behalten. Also wir behalten ja alles. Zufallsfehler. Boah, endlich, ey. Endlich können wir ablegen. Hier, Nesselfluch können wir ablegen. Sonstiges können wir ablegen. Zum Beispiel die Drachenknochen. Ja. Was können wir noch ablegen? Oh, wir haben noch 300. Ist ja relativ gut. Pff, ja, den Rest können wir eigentlich mitnehmen. Ja, dann würde ich sagen, auf nach Kühnesheim, die restlichen Drachenknochen holen. Und die dann auch in unserer schönen Truhe ablegen, die unendlich Platz hat. Hoffe ich mal. So, da phasen wir uns jetzt aber hin. Da facewalken wir jetzt hin. Da ist immer noch diese Markierung. Ich weiß nicht, wie man die wegmacht. Wo war Kühnesheim? Ich hab's schon wieder vergessen. Da. Ja. Ah, Wurstwesen. Fette Wurstwesen.
Die Wurstwesen Himmelsrand werden häufig wegen ihrer wurstigen Gestalt und ihrem wurstigen Fleisch gejagt. Ledrig und faltig. Das sind unsere Wurstwesen. So. Ich habe doch gerade wieder einen Drachenschrein gehört. Kühnesheim. Müssen wir uns auch nochmal umschauen hier. Und wir laufen gerade falsch. Denn hier wird es wahrscheinlich auch wieder tolle Quests geben. Aber alles zu seiner Zeit. Hey, Kjald. Hey, Wache. Oh, was liegt denn da? Malachit. Veredelt. Veredelt vollendeter Spitzenkaffee. Chibo. War das nicht hier? War hier nicht der Drache? Irgendwo? Drache? Drache. Da oben. Komm, liegt der noch da? Ach, Gott sei Dank, ich dachte, er wäre weg. OMG. Give it to me, baby. Ah, yeah. Und weiter reisen. Wieder zurück. Können wir jetzt direkt in unser trautes Heim reisen? Nein, leider nicht. Dann haben wir endlich einen Stauraum. Endlich. Für all die Sachen, die wir nicht verkaufen wollen, die wir aber auch eigentlich nicht mit rumschleppen müssen. Gott, bin ich froh. Bin ich froh. Schneller, lad schneller, lad schneller. Und ich habe mir natürlich nicht... Ich habe mich natürlich nicht schlau gemacht, wie man Heiltränke sich selber braut. War ja... Oh. Unsere Tür war auf. Hoffentlich hat uns keiner was geklaut. Das wäre ja mies. Dann würde ich hier... Boah, Lydia! Erschreck mich. Ich bin euer Schwert und euer Schild. Und heute Abend bist du genau das. Und nichts weiter. Es ist mir eine Ehre, euch wiederzusehen, mein Tane. Ja, ja. Ich weiß, ich bin schon geil. Ha. Ablegen, ablegen, ablegen. Ablegen, ablegen, ablegen. Ablegen, ablegen. Ableben, ableben. Mein Gott. Die Lydia wohnt also bei uns. Die hat ein schickeres Zimmer als wir. Und euer Schild. Ah ja. Okay. Was liegt da unten? Ein Sack. Lydia, was ist in dem Sack? Ich bin euer Schwert und euer Schild. Ja, das weiß ich, Lydia. Gute Nacht. Ah ja. Ja, eine Frau haben wir jetzt auch schon. Was will man mehr? Ein Eigenheim. Eine Frau, die unser Schwert und unser Schild ist. Geil. So, jetzt gucken wir mal, was jetzt ansteht. Wir machen erstmal mit anderen Questen weiter. Ich würde sagen, sollen wir erstmal das hier wegbringen oder... Cash im Schrein von Perüte. Besuche den Schrein. Sprich mit dem Anführer der Gefährten. Ich würde sagen, wir bringen erstmal das Horn dahin. Und davor werden wir dann nochmal in diese Höhle da stapfen. Wo war denn das? Die Höhle in Ivarstedt, genau. Ivarstedt. Ivarstedt, wo bist du? Da, Ivarstadt, nicht Ivarstedt. Schnell! Sanguin ist der hedonistischen Prasserei und der Maßlosigkeit. Mehr als alle anderen dädrischen Prinzen hegt er ein Interesse an den Geschäften der Sterblichen. Aha. Talos ist der Heldengott der Menschen. Seine Anbetung wurde jüngst vom Kaiserreich verboten,
Aber das hat die Nord von Himmelsrand nicht davon abgehalten, ihn weiterhin zu verehren. Warum Glauben verbieten? Warum nicht Glauben akzeptieren? Und die Schriftrollen erzählen von dunklen Schwingen in der Kälte, die sich dann entfalten, wenn Bruder Zwist zum Kriege führt. Alduin, Königsgeißel. Alduin, Königsgeißel. Mein Cousin darf da draußen gegen Drachen kämpfen. Und ich? Ich muss hier Wache schieben. Ja, sei froh drum. Denn ihr habt keine Chance gegen Drachen. Wie sich diese Talmor nach ihren Verlusten jetzt fühlen. Nicht wirklich bestärkt in ihrer Sache.